Ellen, das habe ich meiner Großmutter versprochen. Versprochen ist versprochen und wird nicht gebrochen. Brauchst du doch gar nicht. Hole doch im Tante-Emma-Laden im Dorf einen Plastikweihnachtsbaum. Marianchen, rede doch bitte nicht so ein dummes Zeug. Weißt du, wie viele Plastikbäume auf den 7 Weltmeeren schwimmen? Dann gehe jetzt in den Wald, bevor Großmutter in die Stube reinkommt. Super, ich bin gleich wieder da. Bis gleich, liebe Kinder. Tschüss. Weihnachten ist so schön, tralalalala, liebe Kinder, wir lieben Weihnachten, natürlich, ja, Weihnachten ist so schön, hurra! Wo ist der Bengel jetzt schon wieder hingegangen? Marianchen! Nur kurz zum Schneider, seine Hose reparieren lassen. Na, 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 das kann doch gar nicht sein, wir haben es doch erst gestern gepflegt! Omilein, Gabriel macht jeden Tag etwas kaputt, das weißt du doch! Oh, das muss ich vergessen haben, Marianchen. Dann hast du auch unsere Geschenke vergessen, Omilein? Was habe ich vergessen? Nichts, ich habe nur laut nachgedacht. Seit wann ist der Weihnachtsmann auf dem Dach? Ach, Großmutter, du hörst immer schlechter. Ich wollte nur sagen, dass ich nur nachgedacht habe. Das ist ja erfreulich. Dann werden deine Schulnoten im kommenden Jahr ja auch besser werden. Mein liebes Marianchen, ach mein liebes, wenn der Gabriel kommt, soll er das Feuer in der Küche anheizen. Sag ihm das, den Bengel. Ich lege mich jetzt hin. Bis später, liebe Großmutter. Kinder, das ist ein schöner Weihnachtsbaum, nicht wahr? Der letzte, den ich im Wald bekommen konnte. Naja, fast der letzte. Ob der durch die Tür passt? Habt ihr diesen Witz schon mal gehört? Was sagt ein Sachse, wenn er in Amerika einen Christbaum kaufen möchte? Attention, please! Marianchen, mach mal die Tür auf. Komm! Hilf mir, den Tannenbaum aufzustellen, sodass wir ihn schön schmücken können. Großmutter kommt sicherlich gleich die Türe rein. Nein, Großmütterchen hat sich hingelegt und möchte sich ausruhen. Gut, lassen wir Großmutter noch etwas schlafen. Dann nervt sie uns wenigstens nicht. Das ist aber ein schöner Weihnachtsbaum. Singen wir ein Weihnachtslied. Oh ja, singen wir. Morgen, Kinder, wird's was geben. Ja! Jetzt noch ein schönes Weihnachtsliedchen, aber alle Kinder müssen mitsingen. Da freue ich mich riesig. Bitte singt alle mit. 1, 2, 3. Morgen, Kinder, wird's was geben. Morgen, Kinder, wird's was geben. Marianchen und den Weihnachtsmann gibt es nicht. Warum? Bei den Michels war gerade ein Mann und er hatte einen roten Mantel über sich geworfen und sagte zu Sophies Mutter, ob sie die 80 Euro hätte für seinen Weihnachtsmann-Auftritt. Da hast du dich sicherlich verhört. Gut möglich, glaube ich aber ganz und gar nicht. Oder die Michel-Kinder waren so böse, dass dieses Jahr kein richtiger Weihnachtsmann vorbeikam. Und Herr Michel musste jemanden beauftragen, der den falschen Weihnachtsmann spielt. Karlchen hat nur 1 in der Schule. Sophie nur 2. Da hast du dich sicherlich verhört. Der Weihnachtsmann nimmt ja auch Spenden für arme Kinder an. Komm, lass uns ein bisschen tanzen um den schönen Weihnachtsbaum. Gut, dann tanzen wir noch zu einem schönen Weihnachtslied. Aber danach gehen wir zu Bett, sodass der Weihnachtsmann kommen kann. Marianchen und Gabriel sind ganz vergnügt und tanzen noch eine Weile, bis ihre arme, alte Großmutter sie ins Bett schickte. Inzwischen erzähle ich euch etwas über die Weihnacht. Weihnachten ist das Fest, an dem fast 2 Milliarden Christen jährlich die Geburt von Jesus Christus feiern.
Im Christentum gehört Weihnachten zu den wichtigsten Feiertagen im Jahr. Jesus ist nach christlichem Glauben der Sohn Gottes. Er war auserwählt, die Menschen von ihren Sünden zu erlösen. Daher nannten seine Anhänger ihn auch Christus, was so viel bedeutet wie der Gesalbte oder der Erlöser. Mit Weihnachten feiert man also auch die Menschwerdung Gottes in Jesus. Aber warum feiern wir Weihnachten ausgerechnet im Dezember? Dann ist es bei uns dunkel und kalt. Es ist ein ungemütlicher Monat und die kalte Jahreszeit mögen viele Menschen nicht. Ohne Licht kann nichts wachsen und gedeihen. Es kann kein Leben entstehen. Ab Ende Dezember werden die Tage aber langsam wieder länger und die Nächte kürzer. In allen Kulturen, seien es Perser, Römer, Kelten oder Germanen, wurde daher die Sonnenwende gefeiert. Am 25. Dezember feierte man, dass der Tag wieder die Herrschaft über die Nacht übernahm. Heute ist dies der 21. Dezember. Diese Zeitversetzung kam durch eine Reform des Kalendersystems im 16. Jahrhundert zustande. Zudem gab es bei den Römern einen Sonnengott, dessen Ehrentag auch auf den 25. Dezember fiel. Der Gott Sol war so gesehen eine Art Konkurrent zu Christus. Die Christen wollten die Geburt Jesu als einen Feiertag begehen und legten schließlich den 25. Dezember als diesen Tag fest. Sol Invictus, so hieß der Sonnengott, wurde damit ersetzt. Die Kirche wählte diesen Tag aber nicht nur wegen der Konkurrenz, sondern auch, weil man Jesus als Lichtbringer und Heiland ansah. Er selbst soll einmal gesagt haben: Ich bin das Licht der Welt. Es gibt aber eine noch viel einfachere Erklärung für dieses Datum. Am 25. März nämlich soll der Jungfrau Maria die Geburt ihres Sohnes durch den Engel Gabriel verkündet worden sein. Wenn Jesus also genau 9 Monate später zur Welt kam, fällt das Datum seiner Geburt auf den 25. Dezember. Gute Nacht, mein Brüderchen. Gute Nacht, mein liebes Schwesterchen. Gabriel, weißt du, wann der Weihnachtsmann heute kommt? Nein, aber sicherlich wird er kommen, der Weihnachtsmann. Aber nun schlafe ein, Marianchen. Wird gerade Geschenke zusammen verpacken und seine Rentiere suchen für die lange Reise. Schließlich gibt es so viele Kinder auf der Erde. Was hat der Weihnachtsmann auf den Rücken gebunden? Ein Sack mit Holzspielsachen. Du, Gabriel. Um wie viel Uhr kommt der Weihnachtsmann? Das kann ich dir auch nicht sagen. Auf jeden Fall kommt er erst, wenn du eingeschlafen bist. Oh. Aber du bist doch älter als ich. Du musst das doch wissen. Hast du auch das Geräusch gehört? Was hast du jetzt schon wieder? Was für ein Geräusch? Du, Gabriel. Du, Gabriel, ich habe eine Frage. Hast du auch das Geräusch gehört?
Nein, ich kann überhaupt nicht einschlafen, wenn du mich ansprichst. Du hast sicherlich geträumt. Welches Geräusch hast du gehört? Na, das Uhu-Uhu-Geräusch. Das waren sicherlich Großmutters laute Bettwanzen. Eine solche Angst habe ich noch nie. Ja, ja, schlaf doch endlich ein. Schlaf jetzt ein. Das ist der Wind. Das himmlische Kind. Ja, du hast gesagt, der Wind, das himmlische Kind. Gabriel, ich habe eine solche Angst. Jetzt habe ich auch Angst. Woher kommt diese Stimme? Komm unter meine Decke. Ich habe Angst. Schläfst du schon? Vor vielen Jahren passierte in dieser Nacht ein Wunder auf Erden. Gabriel, von oben erklingt diese schöne Stimme, oder? Schau, das ist ein Engel. Wie schön. Gabriel, kannst du diese auch sehen? Lass mich doch in Ruhe schlafen. Du bist ein Angsthase. Schlaf endlich. Oder höre den Engeln zu. Damals, als ein Engel verkündete, dass Jesus geboren sei, herrschte im Himmel große Aufregung und... Jesus Kind ein Halleluja singen. Lukas, ein kleiner Engel, war aber zutiefst besorgt. Denn auch er wollte am Lobgesang teilnehmen, aber seine Stimme klang seit jeher wie eingetrocknete Ölschmiere. Daher hatte Lukas auch schlechte Laune, obwohl es genug Grund zur Freude gab. Ich muss üben, 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 entschloss er sich dann blitzschnell. Er räusperte sich, holte tief Luft und dann kam auch schon das erste krächzende Halleluja über seine Lippen. Halleluja! Seine Enttäuschung war groß. Aber er versuchte es immer wieder, bis plötzlich ein anderer, davon genervter Engel, ihn bei seinem Das ist nicht zum Aushalten. Dein Rabengekrächze geht allen hier durch Mark und Bein. Aber ich muss doch üben. Ich will doch dem Jesuskind mit meinem Gesang eine Freude machen, antwortete Lukas beleidigt. Aber so geht das nicht. Und der Engel zog ihn am Ärmel zu sich heran und flüsterte ihm ins Ohr. Soll ich dir etwas verraten? Lukas nickte nur. Besorge dir etwas Mandelöl und gib es dann in ein wenig Wasser. Damit gurgel dreimal kräftig auf. Das wird Wunder. So wie der Engel gesagt hatte, tat Lukas es auch. Voller Hoffnung setzte er danach seine Gesangsprobe fort. Aber seine Stimme klang immer noch wie ein verrostetes Reibeisen. Es hat nichts geholfen, sagte er mit weinerlicher Stimme. Was soll ich nur tun? Wieder ein anderer Engel hatte Lukas schon eine Zeit lang beobachtet. Auch er wollte Lukas einen gut gemeinten Rat geben. Du musst heiße Milch mit viel süßem Bienenhonig und 8 Tropfen Pfirsichöl trinken. Davon wird deine Stimme einen sanften, lieblichen Klang erhalten. Lukas tat wieder, was ihm der Engel geraten hatte. Er trank 1 Becher, 2 Becher, 3 Becher, 6 Becher Milch mit Honig und Pfirsichöl. In der Hoffnung, seine Stimme würde danach klingen wie feinste Geigenmusik. Aber nichts. Auch dieses Mal war alle Mühe umsonst gewesen. Seine Stimme klang weiterhin alt und müde. Lukas war sehr, sehr traurig, denn die anderen Engel machten sich schon auf den Weg nach Bethlehem. Er wollte doch auch
dem Heiland seine Ehre erweisen. Auf dem Weg zum Stall kam aber ein dritter Engel bei Lukas vorbei und sah ihn zerknirscht nach Bethlehem blicken. Lukas, was ist los? Warum kommst du nicht mit? Ich kann nicht. Mein scheußlicher Gesang würde den Heiland der Welt nur verärgern. Was redest du für einen Unsinn? Auch meine Stimme gehört nicht zu den Besten. Aber das Kind in der Krippe wird es spüren, dass mein Gesang von Herzen kommt. Also komm jetzt, bevor es zu spät ist. Lukas hatte keine Zeit mehr für lange Überlegungen, denn der Engel zog ihn einfach mit zum Stall nach Bethlehem. Der Engelschor sang und im Himmel und auf Erden ertönte das größte dankende Halleluja aller Zeiten. Als Engel Lukas das Kind in der Krippe liegen sah, klang auch sein Lied für ihn wunderschön. Was für eine schöne Geschichte, lieber Engel. Wo gehst du denn hin? Gebe doch eine Antwort, lieber Engel. Bleib doch bitte hier. Wer bist du denn? Ich bin der Geist der gerechten Weihnacht. Ich bin hier, weil ihr nicht brav wart. Ich habe eine solche Angst. Dein Bruder. Doch die Leute, die kann er ärgern. Und mir kann er noch nicht mal zuhören. Werdet ihr in Zukunft artig sein? Ja, guter Geist der Weihnacht. Wir werden ab jetzt artig sein. Nicht wahr, Marianchen? Und unsere Lehrerin immer schön behilflich sein. Und unserem Herrn Pfarrer immer schön die Kirchentür aufhalten. Auch werde ich die Schultafel jeden Tag wischen und jeden Tag meine Fingernägel blitzeblank waschen. Gut, ich werde nochmals mit dem Weihnachtsmann reden. Warum hast du eine solche Angst vor einem Geist? Was machst du, wenn der Weihnachtsmann uns jetzt keine Geschenke bringt? Dann bist du am Heulen. Kinder, ich verabschiede mich. Kinder, habt ihr auch solche Geschwister? Ich hoffe mal nicht. Zugegeben, ich muss mich bessern und an der eigenen Nase fassen. Gute Nacht. Jetzt muss ich schon wieder Holz aus unserer Scheune holen. Eigentlich wäre heute Gabriel dran. Dem steckt letzte Nacht noch in den Knochen. Die Pennrübe schläft noch. Wartet mal, wenn Großmutter das merkt, dann ist aber was los. Schaut mal, was ist das denn? Juhu! Gabriel, werd mal wach! Der Weihnachtsmann war da und hat uns schöne Geschenke gebracht. Na hoffentlich hat er sich jetzt auch die Zähne geputzt. Hast du noch Versprechungen gemacht und heute? Ach, da bist du ja schon. Und Zähne geputzt. Marianchen, noch nicht. Faulpelz. Schaut mal, wer da in die Scheune kommt. Grüß Gott, lieber Weihnachtsmann. Hoho, hoho. Grüß Gott, liebe Kinder. Wart ihr auch schon brav? Das haben wir.
Nicht wahr, Gabriel? Will ich mal hoffen. Wir haben unser Versprechen heute Nacht gegeben. Und Gabriel, ab jetzt liebst. Das wird versprochen. Gute Reise, lieber Weihnachtsmann. Gute Reise, lieber Weihnachtsmann. Ho, 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 ho. Ich mach mich wieder auf die Reise. Macht's gut, liebe Kinder. Lass uns noch ein letztes Lied anstimmen. Und Weihnachten. Ja, wirklich. Schön. Das ist eine schöne Weihnacht. Ob das Kind in der Krippe auch eine schöne Weihnacht hat? Und alle Menschen, die krank und notleiden müssen. Feiern wir doch, dass es uns gut geht. Auf Wiedersehen, liebe Kinder. Bis zum nächsten Mal. Tja, und genauso wie der hilfreiche Engel, müssen auch wir Menschen uns gegenseitig helfen. Denn nur so verbessern wir die Welt. Wir sollten andere an unserem Glück teilhaben lassen und sie nicht ausschließen. Hass und Verachtung bringen uns niemals näher. Auf dieser Erde ist genügend Platz für jeden. Die Mutter Erde ist reich genug, um uns alle satt zu machen. Bitte nehmt diese Worte mit ins kommende Jahr.